Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Juli 2019 nach indischen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an für nur 10 Euro. Liebe Siadea, ich grüße dich, das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Und das bedeutet, so war der Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Aber Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen und aktivieren etwas im Geburtshoroskop. Diese Bewegung nennt man Transit und genau das schauen wir an. 1. Juli 2019, Uranus bewegt sich immer wieder nach indischen Berechnung und bleibt noch einige Jahre hier im Widder. Uranus bringt grundsätzlich Umbrüche und Veränderungen. Die Widderenergie zeigt auch Neuanfang. Und hier im 11. Lebensbereich handelt es sich um deine Wünsche. Wenn du das glaubst, wenn du das vertraust, da ändert sich, das kommt zum Erfüllung. Und ändert sich etwas in deinem Bekanntenkreis, Freundeskreis. Bei Sonnenaufgang befindet sich Mond noch im Stier, im laufenden Tagen übergeht dann in Zwillinge. Mond setze ich zum Stier und aktiviert bei dir Themen, was die Stier vermittelt, und das ist die Ruhe, die Gemütlichkeit und Werte, Besitz, Finanzen. Und hier im 12. Lebensbereich ist wichtig die Rückzug. Rückzug, die Ruhe bewahren, alles beobachten, vielleicht die Ursache erkennen an etwas. Und in Ruhe liegt auch die Kraft. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, so bist du auch wahrgenommen. Sonne zeigt, entweder vertrittst du die Wahrheit oder suchst nach die Wahrheit, zeigt auch deine Ausstrahlung. Du bist gerade nicht übersehen und die Venus-Energie bedeutet entweder, dass du veränderst etwas in dein Aussehen, einen anderen Haarschnitt oder anderen Kleider, zeigst du deine Weiblichkeit. Oder hast einen Kontakt mit einer anderen Frau und das beeinflusst dich persönlich. Venus bedeutet im Geburtshoroskop deine eigenen Weiblichkeit und Thema Liebe und auch Kreativität. Bei dieser Art von Bewegung, bei diesem Transit kann auch eine andere Frau sein. Mars und Merkur ist im Krebs. Krebsthemen sind: auf die Gefühle achten, intuitiv handeln oder gar nicht handeln, kann auch bedeuten, es ist besser dann Schweigen oder Rückzug. Bei Krebsthema ist auch Empfängnis oder Familie, familiäre Themen. Dann kommt noch dazu die zweiten Lebensbereich, wo um Geld handelt oder um Werten. Merkur und Mars beeinflusst es, das kann Gesprächen sein oder Vertrag, die Mars-Energie, entweder zeigst du Kraft und setzt du dich durch, bedeutet auch Kontakt zu einer männlichen Person. Jupiter ist in Skorpion und hat einen Einfluss auf deinen Alltag und auf deine Arbeit. Jupiter bringt Glück, Chancen, Möglichkeiten, ist gerade rückläufig, das bremst zwar ein bisschen. Es ist so, solange bis Jupiter rückläufig ist,
bremst etwas. Oft hat das mit Vergangenheit was zu tun. Neptun befindet sich im Wassermann und lässt deine Träume leben. Hier handelt es sich um Reisen oder Spiritualität oder deinen Glauben. Woran glaubst du? Glaubst du an dir selbst? Glaubst du an deine Träume? Hier brauchst du die inneren Stärke, die Überzeugungskraft. Saturn und Pluto ist im Schütze und Ketu auch. Genauso wie in dein Geburtshoroskop. Und Rahu hier in den Zwillingen genauso wie in dein Geburtshoroskop auch. Das sind die beiden karmischen Knoten. Ketu, die absteigende Mondknoten, aktiviert Themen von Vergangenheit. Und Rahu, die aufsteigende Mondknoten, die Drachenkopf, aktiviert ein Weg, ich könnte das vielleicht mal so näher bringen, was deine Seele gerade braucht. Und das ist deine Selbstdarstellung. Also Saturn, Pluto und auch Ketu ist hier. Ketu bleibt dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch im Schütze und Rahu bleibt hier dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch in Zwillingen. 1. Juli steht Mond mit Venus in Verbindung, das heißt im laufenden Tag übergeht Mond in Zwillinge und trifft mit Venus, aktiviert die weibliche Energie, aktiviert Kreativität, aktiviert Thema Liebe, Partnerschaft. Wird von Aldebaran bestrahlt. Aldebaran gilt als königlichen Stern, ein Wegweiser und beleuchtet den Weg, öffnet unserem Auge. Und das hat mit deiner Persönlichkeit, auch mit deiner Weiblichkeit oder Kontakt zu anderen Frauen oder Thema Liebe, Partnerschaft. Das sind die Themen, was hier aktiviert wird und wird von Aldebaran beeinflusst. Möglich ist es auch, dass eine Frau öffnet dein Augen und zeigt eine neue Richtung als Wegweiser und die Thema ist Liebe, Partnerschaft. 2. Juli, Mond ist noch in Zwillingen, das ist ein totale Sonnenfinsternis, im deutschsprachigen Raum etwa plus minus paar Minuten um 8 Uhr und wird von Orion bestrahlt und Orion zeigt auch die Richtung. Orion zeigt nämlich Richtung Nordpol und hier brauchen wir sind auf die Suche. Wir sind auf die Suche nach einer neuen Richtung. Und das hat auch mit Karma auch etwas zu tun. Von alten Karma befreien, eine neue Richtung, das kann eine Wende sein. 3. Juli ist Mond noch in den Zwillingen und wird von Alhena bestrahlt. Alhena bedeutet übersetzt das Zeichen. Wir bekommen ein Zeichen, entweder ein Traumbild oder ein Nummernschild oder ein Buchstabe oder ein Bild. Ein Zeichen kommt auf uns zu und wir werden das verstehen, was das uns zeigt. 4. Juli, Mond übergeht im Krebs und trifft mit Merkur, trifft auch mit Mars und aktiviert Gespräche, Kontakte mit einer männlichen Person. 5. Juli befindet sich Mond im Krebs in seine Umlaufbahn am nächsten Punkt zum Erde. Und das heißt, wir Menschen haben Wünsche, Sehnsüchte, Träume, das wird aktiviert. Und weil Mond ganz nah zu der Erde befindet, heißt, in diesem Tag können wir das verinnerlichen, daran glauben, das befestigen. Wir können das im Tat umsetzen. Im zweiten Lebensbereich würde ich sagen, im Besitz nehmen.
6. Juli ist Mond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist eine von den königlichen Sternen der Herz. Der Löwen öffnet unserem Herz und das sollen wir auch betrachten, unserem Herzensangelegenheit, weil das wird aktiviert. 7. Juli ist Merkur im Stillstand und das wirkt auf unserem Leben. Das bleibt alles stehen. Eine Nachricht kommt mit Verspätung. Merkur befindet sich in seiner Umlaufbahn im selben Tag im weitesten Punkt aus der Sonne aus gesehen. Die Sonne sucht immer die Wahrheit, beleuchtet etwas. Sonne hilft etwas klar und deutlich erkennen und sehen. Und Merkur ist ganz weit von Sonne im weitesten Punkt in seiner Umlaufbahn. Es ist schwierig, klärenden Gesprächen zum Führen. Außerdem ist auch noch im Stillstand. 8. Juli übergeht Mond im Jungfrau. Und das bedeutet, etwas bereinigen, etwas in Ordnung zu bringen, Heilung. Bei dir kommt noch Themen dazu. Deine Wohnsituation. Merkur ist dann rückläufig. 9. Juli ist Halbmond. Halbmond bedeutet Spannung. Es fehlt was. Wir können aber das ausgleichen. Es fehlt die Wasserelement. Und wenn wir das betonen, Element Wasser, und das hat mit unseren Gefühlen was zu tun, dann haben wir die inneren Gleichgewicht. Intuitiv handeln, auf unseren Gefühlen achten, gefühlsvoll umgehen mit anderen, dann kommt mehr Harmonie. Im selben Tag steht Sonne und Saturn gegenüber und das heißt, haben wir eine Lernaufgabe, müssen wir etwas in Ordnung zu bringen und das ist eine Herausforderung, das hat mit Vaterthemen was zu tun oder direkt mit Vater oder mit einer männlichen Person, was für uns was bestimmen kann und da müssen wir in diesem Spiegel schauen. 10. Juli ist Mond im Waage, aktiviert Waage-Themen und das ist Gerechtigkeit, Liebe, Partnerschaft, Kreativität, inneren Gleichgewicht und dann kommt die 12. Lebensbereich dazu, Kindheit, inneren Kind oder Kontakt zum Kinder, dann die Luftelement im Leichtigkeit bleiben. Wird von Spica bestrahlt. Spica ist die Weizenähre der Jungfrau, befindet sich im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage. Das heißt, was wir heute beginnen, das trägt auch Früchte. Wir sollen in Leichtigkeit bleiben und bei dir, die 5. Lebensbereich, wird aktiviert Lebensfreude leben oder deine Kreativität leben. 13. Juli ist Mond im Skorpion und trifft mit Jupiter und das bedeutet, wir werden unsere Gefühle ganz intensiv erleben. Bei Jupiter-Energie, wo Jupiter gerne etwas vergrößert, wir neigen dazu, das übertreiben. 14. Juli befindet sich Mond im Sternbild Schlangenträger. Wir haben 12 Tierkreiszeichen auf die Ekliptik. Die 13. Sternbild wäre Schlangenträger, gehört aber nicht zu den Tierkreiszeichen. Mond bewegt sich aber im Schlangenträger. Und Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlische Arzt. Und hier brauchen wir Heilung. Und Asklepios begegnet sich mit 2 Schlangen. Die eine hat die Gift in sich, andere die Heilkräuter. Und Asklepios muss eine wichtige Entscheidung treffen. Und das müssen wir in dem Tag auch. Kommen Einflüsse von außen. Und das sind Lügen. Entweder Lüge oder Wahrheit. Und wir orientieren. Wir müssen dann das beobachten, betrachten. Woran liegt die Wahrheit? Im selben Tag steht Sonne und Pluto gegenüber.
Sie spiegeln etwas. Sonne möchte etwas beleuchten, klären. Pluto zeigt die Konzentration, die Gründe an etwas, die Ursache erkennen an etwas. Und natürlich kann auch mit Vaterthemen handeln oder direkt mit Vater oder Vorgesetzte. Und hier ist diese gegenüberliegende Position, diese männlichen Person spiegelt etwas. Und wir müssen dieses Thema auseinandersetzen. Und das ist die Fokus gerade. Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen. Wird etwas gespiegelt. 15. Juli ist Mond im Schütze. Juli ist Vollmond, exakt um 22.38 Uhr auf dem absteigenden Mondknoten und aktiviert karmischen Knoten. Aktiviert die karmischen Knoten, aktiviert karmische Themen. In diesem 16. Juli haben wir ein partielles Mondfinsternis. Mond trifft auch mit Saturn, trifft auch mit Pluto. Wir haben hier karmische Themen. Wird von Nun Ki bestrahlt. Dieser Stern Nun Ki war bei Assyrer, später bei Babylonier verehrt und sie bezeichnen als heilige Mutter, als heiliger Ort. Ich würde sagen Kraftort. Wir brauchen einen Platz, wo wir auftanken können. Hier handelt es sich um karmische Themen auch bei diesem Vollmond. Möglich ist auch, wir sind in einem Platz und haben wir das Gefühl, da waren wir schon. 17. Juli ist Mond im Steinbock. 1. Sonne übergeht im Krebs. Beginnt ein neues Monatsthema und das ist Familie. Bei dir noch kommt dazu Werte, Wertschätzung, Finanzen und Mond aktiviert Steinbock-Themen und das ist Zielerreichung, das nicht aufgeben, konzentriert zu sein, geduldig zu sein, Kraft zu zeigen. 20. Juli ist Mond im Wassermann. 1. Da sind Themen wie Leichtigkeit, das ist die Luftelement der Wassermann, das Gefühl zu haben, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Dann kommt die 9. Lebensbereich dazu, das ist die innere Reise oder Kontakt zum Ausland oder eine Reise. 21. Juli ist Mond im Wassermann und erreicht in sein Umlaufbahn die weiteste Punkt aus der Erde ausgesehen und aktiviert unsere Sehnsüchte und Wünsche. Und weil das so weit ist, scheint für uns so zu sein, dass das nie zur Erfüllung geht und wir neigen dazu, das aufgeben. Möglich ist auch, dass jemand uns sagt, ja, was träumst du vor dich hin? Du erreichst das sowieso nicht und tatsächlich löst etwas aus, dass wir dazu neigen, das zum Aufgeben. Und genau in solchen Momenten brauchen wir die Überzeugungskraft und weiterhin in diesem Glauben bleiben. Im selben Tag, 21. Juli, trifft Sonne mit Merkur. Da klärt sich was auf oder gibt es klärende Gespräche. Möglich ist auch Gespräche führen mit Vater oder einer männlichen Person, was zum Sagen hat. Und Thema kann auch die Finanzen sein. 22. Juli ist Mond im Fischen. Das ist Wasserelement, aktiviert unsere Gefühle. Und das ist wichtig in solchen Momenten, Ängste loslassen, unserem Träume glauben. Und hier kommt noch die 10. Lebensbereich dazu, das als Ziel setzen oder Richtung Berufung was tun. 23. Juli hat Mond einen Einfluss von Walfisch.
Walfisch ist kein guter Einfluss. Also das heißt, jemand versucht uns zu was bestimmen oder kommt aggressiv. Also wir sollen in diesem Tag vorsichtig sein. 24. Juli übergeht Venus im Krebs und das kann auslösen, du verschönerst zu Hause etwas. Krebs hat einen Einfluss auf die Familienleben oder du gibst Geld aus für schöne Dinge. Im selben Tag steht Venus mit Merkur in einer Verbindung und es kann Gespräche handeln mit einer Frau oder Gespräche über Liebe. 25. Juli übergeht Mond im Widder. Es ist Halbmond. Halbmond ist Spannung. Spannung zwischen Sonne und Mond. Exakt um 2 Uhr 18 Minuten. Es fehlt die Luftelement. Und als Ausgleich für inneren Gleichgewicht sollen wir die Luftelement betonen. Von etwas befreien, endlich aufatmen, zum Leichtigkeit kommen. Im selben Tag trifft Mond mit Uranus. Uranus herrscht astromedizinisch über unserem Nervensystem, also Nervosität ist möglich. Und hier im 11. Lebensbereich erlebst du in Freundeskreis, Bekanntenkreis oder in einer Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind, wie zum Beispiel ein Verein. 27. Juli übergeht Mond im Stier. Du brauchst die Ruhe, die Erholung. 28. Juli bekommt Mond einen Einfluss von Aldebaran. Aldebaran ist einer von den königlichen Sternen, Auge des Stieres, und gilt als Wegweiser. Etwas verkündet, etwas klar und deutlich erkennen und sehen. Hier im 12. Lebensbereich schaut man in die Tiefe. Oder bekommst du Erkenntnisse durch Meditation. 29. Juli ist Mond in Zwillingen. Und hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, auf dein Auftreten, auf dein Aussehen auch. 30. Juli bekommt Mond einen Einfluss von Alhena. Alhena bedeutet übersetzt ein Zeichen. Wir sehen ein Zeichen, eine Botschaft. Und auf diese Botschaft sollen wir vertrauen. 31. Juli übergeht Mond im Krebs, aber bewegt sich im Grenzbereich zwischen Zwillingen und Krebs und hat einen Einfluss von Pollux. Die Geschichte von Castor und Pollux. Castor ist das Menschliche, Pollux ist das Göttliche und ich verbinde das mit unserer Seele. Das ist eine Seelenangelegenheit. Oder wir sollen um unsere Seele kümmern. 31. Juli ist Merkur im Stillstand. Die Gespräche, Handlungen, alles bleibt still, bewegt sich nichts. Dann wird direktläufig und dann, ein Tag später, kommt alles in Bewegung. Im selben Tag steht Mond und Venus in einer Verbindung und aktiviert die weibliche Energie. Hier hast du noch Familienthemen dazu oder die zweiten Lebensbereich wirkt auch zu deinen Werten stehen oder um die Finanzen kümmern. Liebe Siadea, so könnte ich deinen Monat beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal
Eure Dendera Susanna Medici.